Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Vollmondbox von Contra K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vollmond von Contra K, das Ganze am 25. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 9. Album von Contra K. Es gab diese Box ja in 3 verschiedenen Varianten, 2 große und eine etwas kleinere Box. Die eine große hatte den Mann-Inhalt, also den Holster, diesen Schulterholster. Die zweite Box, das ist diese hier, welche ich euch heute vorstelle, die hat den Frauen-Inhalt, also den Rucksack. Und die dritte Box, die ich euch bereits vorgestellt habe, die sogenannte Premium-Edition, die hatte ja das Shirt drinnen. Ja, heute soll es um die Ladies, um die Female-Edition geben. Und da befindet sich, wie gesagt, ein Rucksack drin. Die Box ist 1:1 die gleiche wie auch schon bei der M-Variante, also bei der Box für die Herren. Wir haben hier links den Schriftzug Vollmond, rechts Contra K. In der Mitte wieder der Wolfskopf mit der Schlange, die hier kurz davor ist, durchgebissen zu werden von ihm, meiner Meinung nach. Im Hintergrund dieser düstere Mond. Auf der Seite glatt schwarz, rechts ebenso. Dann lesen wir hier Contra K und ansonsten hier, wie gesagt, rundum schwarz. Auf der Unterseite haben wir die Logos der Labels und Beteiligten und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Die Box, der Deckel der Box ist hier geprägt, das können wir uns auch gleich nochmal von innen ansehen. So, man kann es hier sehen im Licht, jawohl, also das komplette Siegel hier oben, das komplette Artwork ist wirklich so reingeprägt. Und auch hier die Innenseite ist gestaltet. Und dann kommen wir zum Inhalt. So, wir haben hier einmal den Inhalt, der sich hier unterscheidet von der Männervariante. Und zwar, wie gesagt, der Rucksack. Dann haben wir diesen Gurt. Den kennen wir ja bereits. Das Album an sich. Die 2 Sticker. Und das Poster. So, auch hier die Unterseite von innen gestaltet. Machen wir mal wieder zu die Box und packen sie zur Seite. So, der Rucksack ist hier noch verpackt in Folie und Papier. So, was lesen wir hier? 100% biodegradable. Okay, also das Plastik hier ist verrottbar, abbaubar. Gar nicht so einfach, das hier zu öffnen. Aber jetzt. Also sogar das Plastik ist hier auch nochmal mit Loyal gebrandet. Und das ist dann der Rucksack. Gut, aber wir machen in der Weile nochmal zur Seite. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist das Album, kommt hier in einem Digipack. Wir lesen hier auch wieder Vollmond Contra K. Dann haben wir den Künstler hier im Profil mit der Schlange, die hier um seinen Kopf kreist. Auf der Seite Contra K Vollmond. Und auf der Rückseite die Tracklist. 20 Tracks haben wir hier mit drauf. 10 auf CD1 und 10 auf CD2. Features sind mit dabei, unter anderem von Samra, BTNG, Capital Bra, UFO361, AK Außer Kontrolle, Rico und Skepsis und noch diverse andere. Barcode Beteiligte und dann schauen wir mal rein. So, 2 CDs, eine links, eine rechts und in der Mitte befindet sich dann, wenn wir es schaffen, jawohl, das Booklet. So, hier geht's los. Hier haben wir den Text zum Album. Dann hier Samra und Contra K. Und hier geht's dann los mit den Lyrics. Also jeder einzelne Track ist hier wirklich komplett abgetippt. Dann ein Foto von Contra K mit einem Weißkopfseeadler. Lyrics ohne Ende. Und weitere Fotos von diversen Videodrehs. Ja, also jede Menge Text. Dann haben wir noch die Album-Credits.
weitere Infos, weitere Credits. Und so endet das Ganze dann. Hier in der Mitte übrigens auch wieder Contra K mit Schlangen abgebildet. Die sind auf jeden Fall hier ein großer Bestandteil des Artworks. CD1 in dieser dunklen Mondoptik. Und CD2 ebenso. Jawohl, so sieht das aus. Gut, so viel zum Album. Dann haben wir als nächstes zwei Sticker mit dabei. Einmal diesen hier, das Artwork zum Album, das Cover hier im Querformat. Und einmal hier der Stay Loyal Sticker, beide so Postkartengröße und Hochglanz. Als nächstes ein Poster, wie wir schon sehen können, ist das einseitig bedruckt. Und hier haben wir natürlich auch wieder den Vollmond und davor Contra K mit einem ganzen Rudel an Hunden. Und darunter Contra K, der Schriftzug. Also Poster einseitig bedruckt und im Querformat. Als nächstes haben wir dann hier noch das Gurtband. Das war ja ebenfalls in der anderen Box, in der Herrenbox auch schon mit dabei. Bedeutet, wir haben hier so ein rot-weißes Stoffband mit Loyal-Schriftzug. Rückseite genau umgekehrt, also weiß-rot. Und dann haben wir hier die Plastikschließe, also hier das Ganze mit dieser Schnalle zuzumachen. Und man kann das Ganze natürlich auch größentechnisch anpassen. Ja, kann man, wenn man möchte, natürlich entweder wirklich als Gürtel tragen zu seiner Hose oder, wofür es, glaube ich, eigentlich gedacht ist, ist so zum Reisen, also zum Beispiel um den Rucksack oder um den Koffer damit zuzumachen. Ja, zusätzlich dann auch noch hier so ein kleines Element mit Contra K Prägung. So, und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt, zu dem Inhalt, der in der anderen Box nicht war, der den Holster quasi ersetzt. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Rucksack. Vom Design her auch wieder in diesem Schwarz-Grau, also dieses Monogrammmuster. Dann haben wir hier vorne eine kleine Tasche mit Reißverschluss, die ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Also, boah, ich weiß nicht so recht, was man da reinpacken soll. Irgendwas ist sogar schon drin. Okay, etwas Füllmaterial, also Papier. So, ich glaube, jetzt ist leer, ja. Aber wie gesagt, die Tasche ist wirklich verdammt klein. Da passen eventuell ein paar Münzen oder Geldscheine rein, aber viel mehr auch nicht. Dann haben wir die eigentliche Tasche. Die geht dann hier auf, auch wieder mit Reißverschluss. Die Reißverschlüsse übrigens hier aus Metall. Und dann schauen wir mal rein. So, auch der ist hier komplett gefüllt. Und hier haben wir dann noch zusätzlich die Träger. So, dann schauen wir mal, dass wir auch hier das Füllmaterial rausholen. Man kennt das vielleicht, wenn man Schuhe oder so kauft, dann ist ja auch immer so jede Menge Papier reingestopft, einfach, dass die in Form und trocken bleiben. Und das hat man auch hier gemacht. So, jetzt ist er leer. Also, ein kleiner, kompakter Rucksack hier. Und auf der Rückseite haben wir dann hier diese Metallösen. Und hier kann man dann natürlich die Träger hier reinmachen. Also die funktionieren hier mit wie so ein Karabiner. Also man kann es hier so aufklappen und dann entsprechend einhaken und auch noch Größen verstellen. Zwei Stück hat man dabei, bedeutet man kann dann hier natürlich links und rechts jeweils einen dieser Träger festmachen und dann diesen Rucksack entsprechend tragen. Ja, der ist wirklich sehr klein und kompakt. Auf der Seite lese ich auch nochmal Contra K. Ja, und hier oben nochmal so ein Tragegriff. Man kann es natürlich dann auch in der Hand tragen. Der ist hier auch nochmal vernäht worden, falls man das Ganze so tragen möchte. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Rucksack, der Damenrucksack mit den beiden Trägern hier separat. Dann haben wir das Gurtband in Rot und Weiß, das Poster einseitig bedruckt im Querformat, die beiden Sticker,
Einmal der Cover-Sticker, einmal der Stay Loyal-Sticker, beide A6 Querformat. Und natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 20 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Vollmond von Kontra K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kontra K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.